Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Cornel. Wir sind zurück bei Mario Strikers Charged Football Online. Heute das allerletzte Mal für den Wii-Teil. Wir hoffen alle, dass auch ein Wii U-Teil rauskommt. Schauen wir mal. Wir spielen, so wie der Kreis sich geöffnet hat, so schließt er sich auch wieder. Scheiße. Wir spielen gegen Kevin, ja, so wie in den ersten beiden Matches auch. Das erste Match habe ich glorreich verloren, also die erste Serie. Und die zweite habe ich, habt ihr gesehen, war, boah, Alter, müsst ihr gucken. Und ja, das ist jetzt Nummer 3. Alle guten Dinge sind bekanntlich 3. Mal gucken, ob ich noch einen Sieg landen kann oder ob es für mich dann in dem Moment unmöglich ist, dann Sieg einzufahren. Ja, schauen wir einfach mal. Schauen wir einfach mal. Bowser, verpinkel dich bitte. Und tja, schade, schade. Wir haben diesmal wieder zwei Hammerbrüder und Birdo. Ich dachte mir, volle Power. Ich brauchte es einfach für mich. Hier das letzte Mal, volle Power einfach, zack, 2-2, wunderbar. Das, ich habe überlegt, Shy Guy, Knochen trocken, was mache ich nicht. Ich habe mich aber dann, ja, wie gesagt, nee. Ich brauche einfach da, Durchsetzungsvermögen. Das war mir wichtig in dem Moment. Wir gehen hier immer schön in Rückstand. Konnten bis jetzt immer ausgleichen. Ja, das... Das war mein Fehler, Oh nein. Oh, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ja, das ist sehr schön eigentlich. Oh, okay. Boah, scheiße. Ich habe die ganze Zeit so scheiß Grätschen gemacht. Und habe einfach... Scheiße, das wollte ich nicht. Habe einfach nicht getackelt. Und ich war einfach immer zu spät. Da, okay, hat nicht funktioniert. Ich habe irgendwo einen von ihm umgehauen. Ich weiß noch nicht genau, wen. Ah, Mann! Ich habe ihn ja noch getackelt, aber es war zu spät. Egal, ein 4-2 ist nicht die Welt. Ja. Geh einfach... Oh, Alter, habt ihr das gesehen? Der hat sich das aber dreimal am Lattenkreuz überlegt, ob der reingeht, ey. Bam! Und! Nachschuss! Nein, da mache ich alles frei, Oh! Nein, nein! Okay, und der Gegenstoß! Schieß! Oh, das hätte der Ausgleich sein können. Nein, Birdo! Birdo! Birdo, Alter, wieso? Was hast du gemacht, Birdo? Jawoll! Okay, das 2-4 haben wir egalisiert, sagt man, glaube ich, in der Fachsprache. Im Fachjargon. und ja, wir sind dran. Wir sind dran, das ist doch schön. Und bäm, Alter, fick dich ins Knie. Denkt er, er wäre lustig, ey. Denkt er wäre lustig. Und zack, Alles hier, komm, alles platt. Und... Er hat seine Bomben verschwendet. Mein Popschutz macht sich selbstständig. Das ist natürlich hier gerade ganz schlecht. Oh, Cornel ohne Popschutz. Das war... Ja. Was ist denn hier los, Alter? Moment, Moment. Warte ganz kurz. Ja, ja, er merkt es, Okay, Warte. Ah. Okay. Bereit. Sorry. Oh, Alter. Der Popschutz ist einfach komplett weggeknickt. Das war jetzt gerade ein bisschen ärgerlich. Aber es war natürlich Fairplay, ne? Hier bei aller Konkurrenz, bei jedem Siegeswillen. Das ist ganz wichtig im Sport. Fairplay, Leute. Merkt euch das. Da hat er gesehen, Da ist er verletzt auf dem Boden, hat dann natürlich nicht weitergespielt. Wie ist das passiert? Ich weiß es nicht. Aber das... Oh, ist eigentlich schwachsinnig. Oh. Bam, Alter. Und zack. Ja, der Pass kommt durch. Was ein Passspiel. Da oben ist Bowser Jr. frei. Und das
Reicht einfach nicht. Wieder zwei in Rückstand. Ja, da kannst du dir echt mal die Haare raufen. Sein Spiel ist natürlich ganz klar Bowser ausgelegt. Bam. Bam. Hä? Ah, ich habe kein Item bekommen. Er hat ein Item. Ja, wunderbar. Birdo ist halt auch eine gute Verteidigerin, ne? Oder Verteidiger, wie auch immer. Ihr wisst ja, das weiß man nicht so genau. Das ist jetzt hier wieder eine Hammerbruder-Situation. Und geh hoch. Ja, wunderbar. Da ist der Anschlusstreffer. 5-6. Das ist ganz wichtig in dem Moment. Das ist ein ganz wichtiges Tor. Das wissen wir alle. Ja, das stehst du im Stadion und denkst dir, das ist wichtig. Und das ist auch wichtig, dass der Torwart da hingeht. Ja, das ist einfach grandios, grandios, grandios. Das ist natürlich nicht so grandios. Boah, yes! Ja, ja, ja. Nein, das ist natürlich auch wichtig, dass der Torwart da hingeht. Das ist auch ganz klar. Nein, dann macht er, versucht er den Trick. Das funktioniert natürlich nicht. Ich habe gehört, auf im Pilzstadion ist es nicht. Sind die Tricks nicht ganz so leicht? Scheiße, da habe ich ihn nicht mehr schnell genug weggetackelt. Oder die funktionieren einfach manchmal nicht. Das freut mich natürlich sehr. Noch ein Punkt, warum das hier mein Lieblingsstadion ist. Wir können direkt den Anschlusstreffer erzielen. Es geht langsam in die heiße Phase, wo man sich leicht vergessen kann. Aber wir hoffen einfach mal. Und oben zum Hammerbruder. Bam, Alter, fick dich. Oh, ich dachte kurz, ich hätte die eingesetzt. Habe ich aber nicht. Nein, das macht er natürlich gut. Hammerbruder, geh zum Bowser. Wunderbar, wunderbar. Nein, nein. Das wollte ich nicht. Das wollte ich prinzipiell nicht. Ja. Nicht mit mir, Birdus. Zur Stelle. Bin ich dumm. Torwart, geh hin. Torwart. Oh. Das ist gerade natürlich hinten eine gute... Ich habe meinen eigenen Hammerbruder weggewämt. Das ist natürlich eine relativ dumme Sache. Ja, hat der Torwart... Ne, Torwart! Mann! So eine Scheiße. Ja. Jetzt wird's echt eng. Wir können 4 Tore machen. Wir können 4 Tore machen. Und das ist das erste, Alter. Wir sind immer dran, ja? Das ist auch wichtig, dass er den Druck spürt. Dass er... sich nicht sicher sein kann, Alter, hier, das ist eine sichere Sache. Wir kriegen den Pass noch durch, kriegen, Alter. Ja, okay. Nein! Was machst du da? Wieso ist mein Schrei weg? Den hab ich doch gar nicht eingesetzt. Wurde der so gut? Halt ihn bitte fest. Bam! Schade. Yes! Der Ausgleich! Krass, Alter. Und jetzt müssen wir verteidigen. Oh. Und nach hinten. Wunderbar, wunderbar. Wir sind im Ballbesitz. Und auf Birdo. Das ist... Yes! 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 In your fucking... Okay, Alter. Gut verteidigen. Ja, das ist der Ballverlust. Wir sind im Ballbesitz. Nein, sind wir nicht. Nein. Das war zu einfach. Das war viel zu einfach. Aber wir sind jetzt im Ballbesitz. Wir sind im fucking Ballbesitz. Er hat einen Pilz. Er macht es. Er macht es. Das hätte es sein können. Bam. Sehr. Okay. Nein. Nein, 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 nein. Okay. Okay, Bowser. Alter. Er hat alles. Er hat alles, was er braucht. Wir haben nur eine Banane. Oh, Alter, Alter. Nein.
Ja. Und das musst du jetzt wegstecken, Alter. Das musst du jetzt wegstecken. Wir waren gut dabei, wir waren gut, Er hatte einfach aufgrund dessen, dass wir es nutzen müssen, die besseren Items, klar, weil wir einfach auch viel mehr gegrätscht haben. Wir müssen so aggressiv spielen, es bleibt uns nichts übrig, aber es war am Ende einfach, dann zu viel. Okay, aber wir wären nicht wir, wenn wir nicht Mund abputzen und weitermachen würden. Ne? Wunderbar, Birdo. Nimm dir doch bitte den Ball. Ja, guter Pass zu Bowser und das ist auch nicht schlimm, da gehst du gerne in Rückstand. Mund abputzen, weitermachen, Alter. Und das ist nicht zu knapp. Einfach mal weggewämst. Oh. Oh, Scheiße. Oh, das gibt es doch nicht. Die Schüsse sind ja gar nicht mal so übel, aber... Ja, wenn wir da hinlaufen, hat den... Halt der Torwart, ne? Das ist halt das Problem. Der war jetzt nicht so optimal eingesetzt. Und da können wir sogar das Tor machen. Trotz gegnerischem Item-Einsatz machen wir das 1:1. Es ist jetzt ganz elementar wichtig, dass wir das hier offen halten. So lange wie möglich. Weil... Wenn es am Ende knapp ist, dann haben wir eine Chance. Und da kam ich einfach nicht an den Ball ran. Birdo ist natürlich insofern ein bisschen schwierig, weil sie die Spieleröffnung nicht ganz so gut hinkriegt. Ja, ist einfach Fakt. Deswegen Alter. Und Bowser Jr. ist komplett frei und da muss der Nachschuss irgendwie kommen, aber kommt er nicht. Ja, sehr gut. Und das ist richtig gut, Alter. Yes! Ja, Birdo ist für die Spieleröffnung nicht so gut. Ist eher so ein... Weiß ich auch nicht. Oh, Alter, richtig weggewämst. Braucht halt extrem lange dafür, dass es am Ende halt nicht so wirklich was wird, ey. Also kein gut aufgeladener Ball. Außer hier jetzt und... Oh nein! Und Nachschuss! Flanke, Kopfballtor. Er hat natürlich echt einen krassen Geschwindigkeitsvorteil. Das ist echt ein bisschen ein Problem. Torwart, Alter, was willst du? Ja, haben wir schon irgendein Item bekommen, ey? Ja, wunderbar, Alter. Das ist auch ein wichtiges Tackling. Oh, er hat Pilz eingesetzt. Scheiße. Oh. Bobardo, ich liebe dein Ei, Alter. Ich würde es gerne essen, ey. Richtig schmackhaft aufs Brötchen. Und nam, Alter. Weißt du? Zack, gibt's hier nicht. Den Torwart, ey, noch weiter raus kannst du auch nicht. Und jetzt können wir hier mit einem getrosten, lockeren Passspiel eventuell... Oh, er hat zurückgezogen. Er dachte, er wird von den Roten getroffen. Wurde der Buhu aber gar nicht. Oh, das war natürlich ein Fehler. Da hätte er das Item egalisieren können. Komm schon. Nein. Oh, ein Birdus. Richtig gut. Oh, sehr gut. Oh, nein, oh. Wieder einfach straight gegen so eine richtige Kopfnuss bekommen, ey. Okay, zurück. Ein bisschen hin und her spielen. Und komm, nein, und ein Pass. Habe ich noch einen Pass gespielt? Nein, Lupfer. Und den holt er von der Linie. Was passiert denn hier? Habt ihr das gesehen? Der Torwart war geschlagen. Der Torwart war einfach nur geschlagen. Und zack. Jetzt eine 2-Tore-Führung wiederherstellen. Das wäre wichtig. Nicht den Ausgleich kassieren. Oh Mann.
Die Bomben waren auch wieder relativ schlecht eingesetzt. Und boah, was ein Schusshammer, Bruder. Mit richtig viel Effekt den Hammer gegen den Ball gedämmert. Krasser Typ, ey. Solche Hämmer hätte ich auch gerne. Da wäre keine Frau mehr unglücklich. Ist sie sowieso nicht, aber wollen wir jetzt hier nicht thematisieren. Okay, Leute, Leute, Leute. Er hat einen verfickten Scheiß. Okay. Nein, was mache ich da? Okay, das ist... Torwart, geh hin! Willst du mich verarschen, Torwart? Ich hätte ihn einfach wegtackeln müssen. Ich habe es aber irgendwie nicht realisiert. Nein, zum Glück habe ich meine Items nicht. Und geh hoch. Er stellt Knochen trocken auf die Linie, aber diesmal nicht, mein Freund. Diesmal nicht, ey. Und da können wir den Ball uns stibitzen. Haben ihn in die eigenen Reihen bringen. In die eigenen... Nein. Oh. Zack. Bums. Er hat einen Bowser. Okay, den setzt er jetzt ein, richtig. Wir haben ihn trotzdem... Wir haben ihn trotzdem bekommen. Und ja, wieder von der Seite. Nein, 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 nein. Oh, wir haben ein Item. Wir haben ein Item. Okay. Zack. Richtig gut getroffen. Uns aber auch. Was war das denn, ey? Was war das denn? Er kriegt voll die guten Items. Ja, liegt daran, dass er hinten liegt und... Das nicht, Junge, Alter. Da hat er sich ein bisschen zu... Hat er ein bisschen zu viel... Oh, und dann kriegt er trotzdem das Tor. Da bin ich ein bisschen zu hektisch. Da muss ein bisschen mehr Übersicht rein in die Verteidigung. Ist nicht schlimm, ey. Ist nicht schlimm. Kann man mit allem leben. Und das war dieser Pass, ne? Dieser flache Pass auf Bowser Jr. Mit dem rechnest du nicht. Und das ist einfach großes Kino hier. Großes Kino, was ihr hier seht. Nein, nein. Gehen. Boah, den schießt er auch noch. Den schießt. Und ich krieg den Pass rüber. Das ist der Wahnsinn. Und nein, den hätte ich... Den... Oh nein, ich hätte den Buhuf... Ich hatte den Moment, wo ich ihn hätte... Naja, ne? Also ich wollte gerade ficken sagen. Es wäre natürlich kein Sex mit einem Geist... Ist das eigentlich nekrophil? Wenn man mit einem Geist Sex hat? Und... Boom, Alter! Torwart Chrisu. Ja, locker. Locker, 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 locker. Vorbei. Und das... Oh, er hat schon wieder einen Bowser. Er hat ihn eingesetzt. Nicht. Ja! Du bist ja weg, Alter. Boah, okay, Alter, entspann dich, Junge. Entspann dich. Entspannung, Entspannung. Nein! Den muss ich ficken! Den, oh ja, okay, okay. Das war richtig gut gespielt. Ich hätte vielleicht schon mit dem Hammerbruder schießen müssen. Was mache ich da? Nachschuss. Flanke, Kopfball. Flanke, Kopfball, Tor. Birdo, so stellen wir uns unsere Mannschaft vor. Favoriten, das sind wir. Schwarz, Rot, Gold, wir stehen zu dir. Oh, Torwart, Alter. Ja gut, er hätte ja den Fehlpass gemacht, ne? Nein, Torwart, na, steht da ein bisschen, ja, ja, nee, war gut, wir haben ein Item, aus der, Oh, Alter, er hat einfach 15 Panzer bekommen, nein, ich habe mein Item verkackt, nein, da kommt noch ein Roter, und pass nach vorne. Oh, das ist gar nicht so schlecht. Oh, den kriegt... Ja, okay. Okay, Ruhe. Ruhe und ich mach direkt weiter. Nein! Torwart, Torwart, Torwart. Okay, okay, okay. Okay, da oben, Alter. Und mach es! Das wäre so wichtig gewesen. Ich... Oh, okay, okay, Alter. Entspannung, 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 Entspannung. Oh. Ja, ja. Jetzt haben wir die Chance,
Jetzt haben wir die Chance, Alter. Wisst ihr auch warum? Wisst ihr es? Ich sage jetzt nichts, weil dann geht's schief. Oh, das war so wichtig. Das war scheiße. Torwart, Torwart, Torwart. Ist nicht schlimm. Ist eigentlich nicht schlimm. Okay, das ist schlimm. Wow, was eine Schädelwumme, ey. Nein, nein, nein. Oh, das ist schon schlimm. Nein, ich hab's verkackt. Ich hab meinen Sieg verkackt. Oh, das ist unverdient, ey. Ah, es war eigene Dummheit. Okay, Leute, ich habe eigentlich gedacht, das wäre der letzte Part, aber die Umstände lassen es nicht zu. Wir müssen noch eins spielen. Es tut mir leid, aber wir müssen noch mal. Okay, ein letztes Match kommt noch. Und dann gehe ich in Ruhestand. Es tut mir auch leid, dass ich gerade so ein bisschen ruhiger bin, aber... Oh. Es war so doof von mir. Es war so... Ich hatte die drei Roten. Ich hätte einfach nur mein... Ich habe es verkackt, Alter. Ich habe 9-7 geführt, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe es einfach nicht hingekriegt. Ich habe einfach den Hammerbruder nicht in Position gekriegt. Und das ist nicht so schwierig. Wenn es nicht das 10. Tor gewesen wäre, hätte ich es geschafft, wisst ihr. Aber so, naja... Wir sehen uns dann im allerletzten Match. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und feuert mich an. Ich brauche es im letzten Match. Tschüss und bis dann, euer Kornel.